Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dante's Inferno. Diese Session ist erstmal wieder alleine. Wir haben jetzt letztes Mal noch einiges gesehen, das wir an Skillpunkten verteilen können. Habe ich gesehen, wir können hier quasi die komplette Heiligkeitsstufe zweimal kaufen. Mit 9548 Seelen sollte das kein Thema sein. Was machen wir aber denn jetzt mal? Gucken wir mal eben. Heiliger Schutz brauche ich eigentlich nicht, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal erstmal auf dahin. Dann nehmen wir das noch. Das nehmen wir noch mit. Und das nehmen wir mit. Dann haben wir erstmal die unheilige Seite fertig. Würde ich sagen, als nächstes gehen wir dann auf die heilige Seite. Da haben wir erstmal wieder einiges an Skills gelernt. Und jetzt kommt wieder mein Lieblingsspiel, wo die Steuerung einfach mal nicht mitspielt. Das ist das einzige Manko, was ich in diesem Spiel sehe. Die nicht unbedingt harmonische Steuerung des Spieles. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus, was das hier ist. Aber egal, wir werden mal schauen, was es auf uns, was uns hier erwartet. Oh oh. Oh, wir dürfen wieder Zug fahren. Beziehungsweise Gondel fahren. Toll, toll, toll. Mach erstmal alles kaputt, bevor sie hier kommen. Mann. Immer diese fliegenden Gegner. Das ist das Schlimmste bei dem Spiel. Die immer hier auftauchen. Das ist für mich das Schlimmste. So, komm. Komm. Da habe ich eine. Da wieder Schutzbarriere, glaube ich, aufgebaut. Ich hoffe mal, das hört auch irgendwann mal auf. Moment. So. Ich habe zumindest wieder aufgehört. Ich muss jetzt mich erstmal wieder zurechtfinden hier. Was die Steuerung angeht. Ich habe jetzt ewig und drei Tage nicht aufgenommen. Aber ich denke, dass in dem Spiel nicht mehr allzu viel kommt. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber. Und auch unterschreiben werde ich nichts, dass ich jetzt hier sage, es kommt nicht mehr viel, weil ich mir wirklich absolut unsicher bin. So. Was ist denn hier los? Kann ich hier was machen? Bei dem Kopf, kann ich ihm vielleicht den Kopf abhacken? Ne, geht nicht. Hey, Kumpels, was geht mit euch? Um. Schön Schaden machen. Ach nö, nicht schon wieder unser Kreiselfreund. Because things ain't getting over, huh? Genau das. Listen to what I say. Got to turn around. Hilfe. Hör auf dich zu drehen. Ich hab gesagt, hör auf dich zu drehen. So, na. Der dreht sich jetzt nur noch, oder was? Mann, ist das mutig. Mann, bist du mutig. Autsch. Autsch. Komm. Na. So, jawohl. Also mit einem Fliegen kann man ihn ein bisschen stoppen. Gut zu wissen. Wollen wir erstmal das hier aufmachen. Mal gucken, was hier drin ist. Komm, gib alles da. Okay, ein paar Seelchen. Gut, nehmen wir gern mit. Und ein Magiebalken. Oh ja, Halleluja. Den werde ich definitiv mitnehmen. Ein Magiebrunnen. Aber jetzt habe ich ein bisschen mit der Magie wieder rumgedödelt. Was eigentlich überhaupt nicht nötig war. Ja, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ah, ich glaube, hier ist in der Mitte irgendwas, was ich vielleicht machen kann. Nö? Hm. Was mache ich denn dann jetzt? Schaue ich mich erstmal rum. Irgendwo werde ich ja einen Weg finden, denke ich. Ah ja, erstmal wieder fliegende Gegner. Die ich weghaue. Ah! Schaut mal, dieser eine Gegner hat es hier für aufgehalten, das Spiel. So, Schalter. Und wir fahren tiefer. Auch tiefer? Ey, hallo? Okay. Jetzt wissen wir Bescheid. Komischerweise strahlt anscheinend die Sense von Dante auch ein bisschen Licht aus. Weil immer wenn wir mit der Lanze irgendwo hier hingehen, oder mit der Sense, dann kriegen wir auch zu sehen, dass das irgendwie Licht ausstrahlt. So einen kleinen Lichtschweif, wie so eine Taschenlampe. Was zum Teufel ist denn hier jetzt kaputt? Ich will da hoch. Guck mal, spuckt Wasser. Mano, kann ihn nicht ärgern. Moment. Da kann ich erstmal zwischensparken, denke ich. Darf ich rüber? Dante, darfst du? Willst du nicht? Dann will er nicht. Aha. Okay. Bin ja mal gespannt, was jetzt hier passiert. Ja, ich sehe schon, ich darf wahrscheinlich nicht auf die Stacheln springen. Hallo? Nein. So nicht, Kollegen. So, machen wir erstmal das Zeug kaputt. Jawohl. Jetzt können wir da wieder rüberspringen. Aha, das habe ich mir noch gemerkt. Und Kette. Und dran, danke. Dann springen wir erstmal hoch, mal gucken, was da oben ist. Ich möchte ja nichts unversucht lassen. Da ist nichts mehr. Okay, dann wieder runter. So, Hepp.
im Zorn gelandet. Oh, oh. Oh, da ist Vergil. Oh, und? Ein Brunnen. Mal schauen, was da drin ist. Seelen. Sehr schön. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Hierher sind die armen Seelen verbannt, die im Leben wurden vom Zorn übermannt, im Licht der Sonne waren, dem Hass sie verschworen. Im Styx wünschten sie nun, sie wären niemals geboren. Hm, okay. Was soll ich dazu noch großartig sagen? Also, klingt einleuchtend. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Was haben wir denn kaputt? Einmal ganz schnell darüber, da ist eine Beatrice-Statue. Mal ganz schnell nutzen, um zu speichern. Mal gucken, wie dieser Speicher heißt. Merkwürdig, merkwürdig, das Ganze. Abstieg zum Zorn. Also sind wir an der Stelle, wo ich letzte Mal privat gezockt habe. Jetzt ist das also wirklich endgültig alles blind hier. Oh je. Oh oh. Was zum Teufel ist denn hier jetzt kaputt? Was? Würmchen auch noch? Gewürm? Gewürm? Ich habe keine Lust auf Gewürm. Ich habe keine Lust auf Gewürm und sowas. Hallo? Es ist aber mal gut. Ich will kein Gewürm. Gewürm ist blöd. Und auch diese Fluggegner. Und überhaupt. Hallo? Es ist aber... Es ist doch mal in Ordnung. Hey. Ich habe keine Lust auf Fluggegner. Ihr habt das nicht erlaubt. Ich habe nicht erlaubt, dass ihr gegen mich kämpft hier. Ey. Sag mal. Ist aber gut. So. Was ist das jetzt? Hoffe ich doch. Was ist hier? Oh, au! Okay. Den habe ich übersehen. Dann metzel ich ihn halt kaputt. So. Jetzt geht der Weg auf. Guter Mann. Kann ich ja hier jetzt durchdischen. Ups. Okay. Mit anderen Worten, da darf man nicht rein. Gut. Gut, gut, gut. Ist auch nicht, ich darf das nochmal machen. Nee, es ist runtergegangen. Gut. Also darf ich hier wieder rüberspringen. Aha. Aha. Aha, geklappt. So. Jetzt. Oh, oh. Sieht gar nicht gut aus. Ich möchte eigentlich gar nicht weitergehen. Wow, 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 wow. Und dann springen wir lieber in den Schlund. Meine Güte. Genau, in den, der den Klohang auf den Beinen sprang. Genau. So. Okay. Jetzt bin ich im Bild. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Hochspringen. Und jawohl. Da können wir uns da mal ein bisschen rumhängeln. Oha. Ich wusste, dass ich das so, dass ich sowas fassen werde. So, was mache ich denn jetzt? Ich denke mal, dieser Stöppel muss auf dieses Pinöppel-Ding drauf. Und wenn ich den Hebel da drauf, das da drauf packe. So. Was passiert denn dann? Ah! Ahahaha. Hier. Trick 17 wird selbst verarscht, denkt er, wa? Aber nicht mit mir. Sowas merke ich mir. Vergil. Viele Sachen. Erstmal den aufmachen. Gucken wir mal, was hier drin ist. So. Okay. Was sagst du mir? Zornige Seelen. Keine Güte eure Erinnerung umschmeichelt. Wie viele von euch einst Könige waren, die hier nun wie Schweine im Dreck sich gebaren. Kurios, kurios. Egal. Da ist was. Kann ich da was machen? Weil da möchte ich eigentlich durch. Da ist nämlich was hinter. Da ist was hinter. Da dran. Darf ich nicht. Oder wie jetzt? Ach, ich muss da klettern. Ah. Interessant. Runter. Aufmachen. Okay. Wir haben ein paar Seelchen. Jetzt? Muss ich wieder zurück, oder wie? Okay. Warum auch immer. Ach so. Soll ich da lang? Rüberspringen? Am besten ganz weit von den Händen weg. Ich habe nämlich das Gefühl, die könnten mich reinziehen. In die ganze Kacke. Nix eigene Galle. Daran könnt ihr ersticken. Aber nicht ich. So. Ist hier noch irgendwas? Nein. Gut. Tja. Oh oh.
Was, ja. Was willst du, Kollege? Du gehst ganz schön kaputt. Wow. Wow, 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 wow. Ihr seid ganz schön kalt. Na. So, bumm. Ich denke mal, dass ich die benutzen muss, wahrscheinlich, um uns kaputt zu machen. Wow. Du bist ganz schön heulig unterwegs, Kollege. So, 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 so. La, 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 la. Aua. Das tat weh. War da wieder eine... Nein. Nicht schon wieder die Hochperlen. So. Bumm. Du nimmst... Jetzt, nee. Was ist denn jetzt passiert? Ach so. Sollte nur eine Animation zeigen. Wow, 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 wow. Kann ich das kaputt machen? Jo, ich kann es kaputt machen. Dann muss ich nur immer ein bisschen vorsichtig sein. Und spring mal rüber. Ja, hat geklappt. Mal gucken, wer bist du? Bodhica. Oder Boudica. Nachdem sie selbst ausgepeitscht und ihre Kinder geschändet wurden, versuchte sie rachbündige Königin der Ikena Rom niederzubrennen. Na, dafür bestrafe ich dich. Rom niederbrennen ist nicht, Mädchen. Das ist nicht. Nicht mit mir. Bin ja ein geselliger Bursche, aber nicht sowas. Sowas geht mal gar nicht. Aha, da konnte ich... Ach so, das ist der Rückweg. Ich möchte da nicht in die Mitte rein. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, da gehe ich nämlich putt. So, weitergehen. Was haben wir hier? Hm, so wie es aussieht, nichts. Gut. Hier geht es schon wieder weiter. Oh Mann, da ist ein Lebensbrunnen. Lebensbrunnen for the win. Den nehme ich mit. Wie ein kleiner Stimm. Zack. So, hopp. Hopp. Oh ja, ich bin sofort am richtigen Seil. Schöne Sache. Ja. Das sieht so aus, als müsste man da mutig sein. Dachte ich mir. Was machst du denn da oben? Was machst du da oben, Junge? Du wirst bestimmt kämpfen. Hab ich mir gedacht. Du auch? Du willst auch kämpfen? Bist du denn so mutig? Schaffst du das? Gegen mich? Oder willst du sterben? Ich glaube, ja, du willst sterben. Du auch. So. Nimm alles mögliche Gegner hier mit. Du auch? Mensch, ihr seid aber ganz schön mutig, Kollegen. So, so, so. Hey! So nicht. Jetzt sind die schon zu zweit hier auf dem Ding. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Gar nicht. So, ich hole mir erstmal ein paar Seelenpunkte. Seht ihr, jetzt geht das Ding mal wieder hoch. Schöne Sache. Dann kann ich mir nämlich hier erstmal was holen. Mal gucken, was hier drin ist. So. Oh. 30 Silberlinge wieder und oi, oi, oi. Ja, das ist doch mal was Schönes. Jetzt können wir wieder ein paar Punkte verteilen. Gehen wir hier auf göttlichen Sturm. Und was nehmen wir noch? Wir nehmen den heiliges Beben Stufe 2. Jawohl, haben wir fast alles schon wieder von dieser Ebene gekauft. Kann ich wieder an die Liane dran? Ja, toll. Kann ich jetzt nicht. Hm. Egal. Dann werde ich jetzt erstmal hier lang gehen. Ich denke mal, dass da wieder eine Figur war, die ich hätte bestrafen können oder so. Aber das ist jetzt auch erstmal zweitrangig. Denn ich weiß ja nicht, was hier ist. Was? Ich habe jetzt nichts verstanden, weil ich rumgeschossen habe. Haha. So. Ganz gemütlich. Weiter hüpfen. Hüpf. Hüpf. Oh. Eine Beatrice-Statue. Immer mitnehmen. Immer mitnehmen. So. Zack. So, das Turmsignal. Was soll immer das bringen? Gar nichts. Aber wir nehmen mal Mana mit. Beziehungsweise Magie. So. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Guckt euch das mal an! Kann ich da schon irgendwas mit meinem Schildkreuz befüllen? Nein. Ich möchte eigentlich gerne davor arbeiten. Nicht, dass ich da irgendwie jetzt Probleme kriege, wenn ich da reingehe. Das sieht nämlich ganz verdächtig danach aus. Der unbefleckte Vater spricht euch von allen Sünden frei! Wir sind hier, um diese Heiden zu töten! Wir sind hier, um das heilige Land zu befreien. Seit wann hat ein Heide den Wert eines Christenmenschen?
Okay. Langsam machen diese Flashbacks mir doch schon Verunsicherung. Oh, da ist jemand. Wieder jemand. Wer ist das denn? Lass mich bei meinen Kindern ruhen. Königin Trojas, die den Untergang in ihrer Stadt erleben musste. Seitdem wird ihre gequälte Seele in den dunklen Tiefen der Hölle von den Verdammten gepeinigt. Würdest du für deine Familie nicht dasselbe tun? Ganz ehrlich, du wirst erlöst. Ich weiß zwar nicht, warum ich das mache, aber du wirst erlöst. Ihr seht schon, ich habe wieder Spaß am Seelenbefreien. Das ist jetzt am Anfang eigentlich hier jetzt eigentlich noch wirklich wieder... Der Anfang ist immer recht einfach. Das klappt ja immer ohne weiteres. Okay, einen habe ich ausgelassen. Macht ja nichts. Wenn man nicht den falschen Knopf drückt. So wie jetzt. Jawohl. Mal ein bisschen konzentrieren, dann klappt das fast auch. Oder kann ich das so machen? Nee. Okay. Naja. 23 Seelen wieder. Immerhin 690 Bonusseelen. Der Tempel des Himmels. Wunderbar. Muss ich auch immer noch mal ein bisschen umfrieden. In nomine Patris, genau. Na, dann drehen wir das Ganze mal ein bisschen. Ah, das sieht so aus, als würde ich dadurch immer das Feuer runterschalten, wenn ich diese Figürchen da runterdrücke, dass es da kein Feuerchen gibt. So, und die gehen dann wieder hoch und so lange muss ich dann hier oben sein. So, hat geklappt. Yes, ah. Was ist das denn für ein Kram? Was soll ich da machen? Aha. Was zum Teufel mache ich jetzt gerade hier? Wow. Wieder Feuerchen? Wieder Gegner mit Feuerchen? Ich habe ein Feuerchen gemacht, ja? Wollt ihr wieder Feuerchen machen? Nö, ihr sollt kein Feuerchen machen. Ich sage nicht, ich bin hier auf Zeitdruck unterwegs. Weil das Feuer kommt immer höher, Leute. Wow, 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 wow. Das klappt. Noch so eben, glaube ich. Oh. Das muss ich bestimmt kaputt machen vorher. Ja, toll. Verpiss dich. Du auch. Wow. Geht kaputt. Geht zu euren Kumpels oder so, aber nicht zu mir, bitte. Boah. Stirb einfach und fertig. Oh Mann, ey. Vielleicht ist das Feuer schon da. Oha. Hat's gereicht? Nein, noch nicht. Okay. Mein Gott. Jetzt geht's hoch. Na. Jetzt muss ich die Gegner wieder kaputt machen, oder was? Na toll. Wenn ich jetzt wüsste, was ich machen muss. Wenn ich hier reingehe, kann es ja nicht weitergehen. Also muss ich in die Mitte. Okay, war richtig. Und jetzt? Okay. Okay. Mein Gott! Ihr bekloppten Viecher! Nervt mich nicht, lasst mich einfach hier weitergehen. Danke. Und du auch. So, sehr nett. Na. So. Geh kaputt, Mensch! Greif mich nie an! Lass mich leben! So. Ach nee, nein! 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 Hey! Hey! Das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt ein Witz! Muss ich das Ganze jetzt nochmal machen, oder was? Boah, das kann doch nicht wahr sein. Muss ich das Ganze jetzt nochmal machen? Ach man, die ist ja auch noch da, die Eulette da. Komm, die haben wir erlöst letztes Mal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt mehr Seelen. Das nervt mich jetzt wirklich sowas. Zack. Sowas ist immer ärgerlich. Da könnte man zwischendurch auch mal sagen, hör mal, wir erklären dir, wie das weitergeht. Naja. Wollen wir jetzt zumindest mal ein paar Seelen wieder retten. Okay, der ging daneben. So, die habe ich gerettet. Die auch, die auch. Wieder falsche Taste. So, jetzt habe ich 26 gerettet. 780 wieder. Okay. Der Tempel des Himmels. Wunderbar. Schön. Mann, Mann, Mann. Dein Leiden ist vorbei. Genau, dein Leiden ist vorbei. Nomine Patre. Und so weiter. So, kann ich das nicht irgendwie komplett ausmachen? Das wäre ja toll. Wenn nicht immer diese Gegner da auftauchen würden, wäre das auch was Schönes. Weil die nerven auch irgendwann mal einfach nur. So.
Nee, das Ding sofort. Oh Mann. Erstmal mir eine kleine Pace verschaffen. So. Ach, da sind so viele Stockwerke, wie da sind. Ist nicht euer Ernst, oder? Ey, du kannst sie auch kaputt machen. Du sollst sie nicht immer nur einfrieren, Pansen. Mach sie kaputt. Mann. Jetzt komm, zieh. Zieh, Dante, komm. Gib alles. Lauf 100. Guter Mann. So. Ja. Mach ich da auf. Mann, stirbt doch einfach. Sterbt, ihr Gegner. Sterbt und lasst mich im Frieden. So. Weiter. Mann, Mann, Mann. Das ist irgendwie ein bisschen arglistig. So. Die Etage haben wir auch geschafft. So, dann mache ich das in der Mitte kaputt. Weil da muss ich hin. So, Gegner weg. So. Die dürfen auch kaputt gehen, wenn ich diese weglaser, oder? Hätte ich mal nichts dagegen. Dann gehen wir hier lang noch weiter, in die Mitte. Komm. Jawohl. Haben wir das auch erledigt. Machen wir mal alle Blöcke kaputt. Mann. Mach doch die ganzen Teile mal kaputt da. Dante, das wäre ganz nett, wenn du das machen würdest. So. Ah. Stirb einfach. So. Wo geht's jetzt lang? Entweder hier. Ja, damit geht's auch noch weiter. Okay. Jetzt sind es zwei Dinger, die ich wegmachen muss. Oh, oh. Nee. Ach. Das muss doch nicht sein, sowas. Warum habe ich es nicht gerade eigentlich so gemacht? Dass ich währenddessen schon mal ein bisschen so vorschiebe. Wäre noch ein bisschen einfacher gewesen, denke ich. Ach. Mann, bleib weg, Mann. Oh. Schieb und fertig. So, jetzt kommt da der Block. Wo bin ich jetzt? Ich würde gerne sehen, wo ich bin, weil die mich die ganze Zeit angreifen. Aha. Aha. Hoch. Hoch. Und Hebel. Ah, so. Ich denke mal, dass das jetzt reicht, um das Feuer auszumachen, oder? Brrr. Oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich habe ein kleines Feuerchen gemacht. Die machen Bäuerchen in Form von Feuerchen. Nicht, dass sie jetzt alle nach oben kommen. Was auch immer da jetzt passiert, sieht nicht gut aus. Naja. Oh, Moment. Was sagst du mir, mein Freund? Es naht die Stadt Dis nun, mein tapferer Held. Mit all den Verdammten aus deiner Welt. Dieser niederen Hölle, ewige Flammen. Ihre Moscheen in glutrotem Lichte bannen. Was? Bismut taucht jetzt auf. Oh, wieder 30 Silberlinge und ein Relikt. Oh ja. Ein Reliquium. Leitende Flamme. Okay. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Weit runter. Okay. Noch weiter runter. Da ist wieder jemand. Seht ihr das? Mal gucken, wer bist denn du? Filippo Argentini, Politiker, der gegen Dantes Rückkehr nach Florenz war. Die Familien beider Männer waren verfeindet und Argenti hatte Dantes Familie nach dessen Verbannung gestohlen. Ah, komm, wir sind mal gutmütig und erlösen den mal. Auch wenn er jemand uns übel mitgespielt hat. Da wollen wir mal nicht so sein heute. Sind wir mal ein bisschen gnädig heute. Ein gnädiger Prediger ohne Toga und so weiter. Ihr wisst schon. Naja. Ich versuche jetzt ein bisschen Quatsch zu labern, während ich mich eigentlich hier konzentrieren sollte. So, jetzt klappt das doch. Jetzt klappt das, Leute. Jetzt klappt das. Okay, da ging daneben. Sollte nichts sagen. Dann wäre es besser. Okay, 24. Das heißt, wir haben wieder 720 Bonus. Schön. Oh Herr, vergib mir meinen Fuß. Was heißt hier Herr? Du solltest lieber froh sein, dass wir so nett sind, Kollege. So, was haben wir noch für eine Fähigkeit auf der Ebene frei? Das müsste die hier sein. Ach, die kostet 3000. Okay, heiliger Schutzstufe 1, den sollten wir dann noch
demnächst mal im Auge behalten. Ich denke, ich werde an dieser Stelle mal wieder speichern, weil das mit dieser komischen Stelle gerade, die hat mich doch ein bisschen genervt. Ich glaube, jetzt müssen wir mit dem Ding fahren, was? Okay. Wir fahren übers Meer. Wir fahren übers Meer, beziehungsweise über den Morast. Ich drehe mich im Kreis. Ich drehe mich im Kreis. Warum gucken mich eigentlich diese Gesichter so böse an? Vor allem der da hinten. So, einmal hinschießen. Ah, wieder Birdies. Birdie McFoots. Wieder Gegner. Ich schieß mal auf doof. Einfach nur mit meinem Kreuzen. Könnte ja sein, dass gleich noch irgendwas kommt. Ah, man sieht auch. Okay, ich dachte jetzt was anderes, aber ist nicht passiert. Kann ich mit dir was machen? Mit dir mit deinem Schädel hier, Kollege? Kann ich was machen? Nö. Okay. Ombre. Oh, ganz viele Opfer. Ganz viele zum Töten. Ah, jetzt kann ich den Heiligen Schutz Stufe 1 reinbauen. Das machen wir doch erstmal sofort. Zack, haben wir den Heiligen Schutz Stufe 1 drin. So, den müssen wir auch nicht ausrüsten, so wie es aussieht. Ich glaube, der bleibt drin. Automatisch. Sowas ist auch schön, wenn man so zwischendurch mal so ein paar beruhigende Phasen hat, wo man einfach nur rummetzeln muss, ohne Zeitdruck. Weil Zeitdruck ist eigentlich nie schön. Das ist im wahren Leben so und auch beim Let's Playen so. Weil Zeitdruck ist nie fördernd für irgendwelche Videos, die man macht. So. Ich finde momentan einfach nur schön, dass ich hier jetzt wieder ein bisschen was für Dante ins Dantes Inferno machen kann. Bald muss ich auch, was heißt muss ich, werde ich mit Kudelka weitermachen. Ah, das freut mich schon. Okay. Ja, und nochmal ein Hinweis für die Leute. Eventuell, danke. Wer bist denn du? Oh. Wer ist das? Warum bin ich hier auf so einem Riesen drauf? Das, nein, falsche Taste, okay. Also war ich jetzt auf einem Riesenmenschen. Naja. Muss man ja erstmal wissen, ne? Jetzt darf ich wieder fahren. Oh ne, der macht wieder alles kaputt. Aber immerhin kriege ich dadurch wieder Leben. Das ist ja nett. Aber das finde ich sehr human von dem Kumpel. Also, sehr nett. Kann ich nichts gegen sagen. Komm, da halten wir uns mal fest an den Typen. Oh. Das tat bestimmt weh. Nein, wieder falsche Taste. Und wir springen wieder ins Nix. Okay. Naja, Failing gehört ja dazu, ne? Sag ich ja mal so wieder so gerne. So. Zack. Oh, ja, jetzt habe ich die Taste gefunden. Die Taste kenne ich jetzt auch wieder, die jetzt kommt. Das ist das Dreieck. Dann müsste jetzt gleich das Quadrat wieder kommen. Genau. Und jetzt das X. Okay. Alles klar. Oh. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Das war irgendein anderer Tätowierer in deiner Gegend. Ich war das nicht. Hey, jetzt wollen wir doch keine Gegner hier. Hallo? Ich war das nicht. Verdammt nochmal. Ehrlich nicht. Ich bin hier gut gesinnt. So. Was macht der da? Kann ich den eigentlich wehtun? Dem Typ? Dem Großen? Nö. Sicherlich nicht. Nö, kann ich nicht wehtun. Der schlägt ganz schön wild um sich. Ah, hier kann ich weitergehen. Sehr nett. Oh, oh. Wieso ereilt mich dieses Los? Weil wir eine Abmachung hatten. Warum hat Dante mich verlassen? Dante hat dich nicht verlassen. Das Dumme war, er war da wirklich dem... Ja, er hatte Druck. Würde ich sagen. Er hatte Druck. So. Machen wir erstmal hier weiter schön ein bisschen rumblödeln. Da komme ich bestimmt noch nicht durch. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Dante's Inferno, sprach der Raven Knight nimmermehr.